Moin. So, ich dachte, ich mache mal ein Video über meinen alten Motor, der 411.000 Kilometer problemlos gefahren ist und letztendlich einfach nur prophylaktisch getauscht worden ist. Also das Ding funktioniert, hat noch 11 Bar ungefähr Kompression auf allen Töpfen, was jetzt nicht schlecht ist für die Laufleistung. Und natürlich auch immer gutes Öl und viel Ölwechsel gemacht. Die Nockenwelle kam mal neu. Deswegen werde ich die jetzt mal kurz zeigen, aber mehr auch nicht. Und klar, Hydrostößel macht man mal neu. Zündkerzen macht man mal neu. Die sind eh nicht alt, die hier drin sind. Also, das sind wirklich, wirklich noch nicht so uralt. Was ist mal getauscht worden? Vielleicht mal die Servopumpe oder so. Ansonsten ist an dem Ding alles erste Hand, ne? Das Ding mal auseinandernehmen, so ein bisschen. Und dann werden wir ja sehen, wie die Innereien so aussehen. Ich habe nämlich sowieso vor, mal von einem anderen Motor Pleuel und Kolben zu testen. Weil ich habe Kolben oder Pleuel und Pleuel gefunden, die wesentlich günstiger sind als Schmiedekolben und Pleuel. Zumindest den Pleuel kann ich wahrscheinlich nehmen, weil er ungefähr die Größe hat, aber Nockenwelle, wie man sehen kann, leichte Einlaufspuren. Die ist nur mal getauscht worden, weil der Vorbesitzer die Hydrostößel nie neu gemacht hat. Und die haben ein bisschen geklackert und nach hat ein bisschen die Nockenwelle halt angefressen. Um den Kopf zu demontieren, brauchen wir einen 12er Innenvielzahnnuss. Und dann müssen wir das einfach mal in umgekehrter Reihenfolge, wie sie angezogen werden, halt lösen. Ne? So. Also gut, unten die Teile von der Lagerböcke, guck, okay, das ist unbelastet. Aber selbst oben die, ich meine, für 400.000 Kilometer müssten wir halt mal messen, aber sieht doch alles gut aus. Die Hydrostößel haben schon ein bisschen hier, da so eingelaufen, ein bisschen. Die waren so 150.000 drin, schätze ich mal. Das, was richtig eklig ist, ist halt hier diese Kruste Scheiße. Ich meine, der wird wohl ein bisschen Öl schon gebraucht haben am Ende. Jetzt nicht übermäßig viel, aber ich meine, über die 1000, 100.000 Kilometer hat er schon ein oder andere Abgas durch die Kolbenringe durchgeblasen und hier oben reingewichst. Auf jeden Fall gut verschmoddert. Das kann man echt ein paar Tage einlegen, das Ding. Aber ansonsten sieht das ja nicht schlecht aus, wenn jetzt die Ventilführungen zum Beispiel noch gut sind. Ich nehme mal einen Hydrostößel raus. Ja, Spuren. Spuren. Ich sag mal, die Passung, ne? Hier ist. Man, da ist jetzt noch ein bisschen Öl drumherum, aber. Kein merkliches Spiel. Man ist zwar schon mal getreten worden, der Motor, ne? Aber an sich halt auch vernünftig gefahren worden. Super. Machen wir mal den Kopf runter. So sieht ein RP aus, der recht mager läuft, würde ich sagen. Ich habe kein H-Lineal, aber ich lege jetzt einfach mal ein Lineal da drauf. Also, wie gesagt, das ist jetzt kein H-Lineal, ne? Würde ich sagen, das ist jedenfalls. So krumm ist er nicht. Also, die Kolben sind definitiv ganz schön verkokt. Hier, leck mich am Arsch. Oh, hier die crusty Kühlwasserkanäle. Also nichts für ungut, aber die Dichtung wäre eh irgendwann mal fällig gewesen, so wie die aussieht. Aber jetzt nichts hier. Ich meine, das ist halt echt ekelhaft hier. Das ist verstopft. Nee, da ist gar keine. Entschuldigung. Aber hier hat sich auch irgendwas abgesetzt. Hier, das ist all. Naja, aber sie war noch dicht, ne? War noch dicht. Wunderschön hier. Wunderschön. Auf jeden Fall mal aufheben zur Anschauung. Man könnte ja echt meinen, ich wäre ein Diesel gefahren hier. Ja, faszinierend, wie das da drin hält.
Bis man den aufschraubt und mal so macht, dann platzt die Scheiße ab. Faszinierend. Man sieht Hohnspuren, ich werde nicht mehr. Also, sie sind jetzt nicht mehr tief, aber ich sehe Hohnspuren. Ich hoffe, das kann man irgendwie auf der Kamera sehen. Und ich fahre den seit 240.000 Kilometer. Also habe ich ja schon, ne, 260 oder schon 50.000, sagen wir mal, grundlegend darauf geeiert. Aber es geht schon leicht. Also ich denke mal, die Kolbenringe sind auch nicht mehr die geilsten. Machen wir mal Kolbenkipper-Test hier. Oh. Ich werde das Maß gleich nochmal messen. Beziehungsweise ich habe die Daten jetzt leider nicht zur Hand. Müsste ich mal gucken, wie die Zylinderbohrung sein muss. Min Max. So, ich komme natürlich nicht ganz da unten rein. So, hier haben wir. Okay, ich habe mein Mikrometer nochmal die Messung eingestellt. Also zeitlich ist das Maß noch original. Und links haben wir 200stel Verschleiß, ungefähr. Was jetzt, finde ich, in Ordnung ist. Zeig, dass man den Motor auseinander nimmt. Alle Schleimbolzen. Ich würde sagen, das sind Ventilschaftdichtungen. Aber die Ölpumpe hat sie nicht angesaugt. Yes! Ohne Witz. Das ist hartes Gummi hier. 14, ja natürlich 14. Klar, ne? Boah. Mich wundert jetzt mal, dass die Pleuelschrauben so angewichst werden. Die Coldwell-Schrauben einfach nur 65 Newtonmeter. Ja, leichte Spuren. Wenn ich so lese, dass die keine Kompression mehr haben, dann frage ich mich, was machen die Leute damit? Mal könnte ich den Motor jetzt umdrehen. Ich bin aber einfach nur zu faul. Jo. Finde ich, ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Schon interessant, dass ich das mal mache. Also ich hätte ihn ja eh irgendwann auseinandergenommen, weil wer will einen Motor verkaufen mit 400.000 Kilometern, ne? Kein Mensch. Okay, hier sehen wir schon etwas mehr Verschleiß mit Kratzer. Lustigerweise hat die Kohlwelle keine Kratzer. Ja, jetzt gucken wir uns mal hier den Pleuel an. Wunderschön, der hat nichts. Das Auge hat ein wenig Spiel. Na gut, die Kolben sind natürlich hier. Die sind mies eingelaufen, die würde ich nicht mehr nehmen. Brauche ich auch gar keinen Mikrometer dran halten. Die Kolbenringe kommen einem auch echt klein vor. So Leute, das ist. Ich meine, ich habe oft Ölwechsel gemacht, ne? Und hier diese crusty Shit, der ist jetzt zwar jetzt von dem Rand oben. Aber hier, ich meine, hier, Abstreifring, der ist total schmal, ne? Ist total runtergenudelt. Ich den von der anderen Seite rausdrücke, kommt der nicht viel raus. Also der Abstreifring hat es hinter sich. Mal davon abgesehen, dass der sowieso zugekokt ist da. Würde mich natürlich echt reizen, hier so einen 1,8T-Kolben reinzuwichsen. Bam! 9 zu 1. Wahrscheinlich 800 zu 1. Aber Leute, es funktioniert. Ein 1,8T-Kolben passt einwandfrei rein. Und jetzt vom Gefühl her steht auch nicht über. Müssten wir mal dann im Tiefenmaß oder mit der Messuhr messen. Die stehen auf jeden Fall weiter unter. Aber die Quetschkante guckt auch oben raus. Also kann das ja wohl nicht so schlimm sein. Wo sind die Zylinderkopfdichtungen hin? Ja, das kann nicht so wild sein.
Ich muss mal Brennraumvolumen messen. Scheiß auf Schmiedepleuel und Kolben. Es war einfach mal rein informativ. Ja, und in diesem Sinne, Leute, macht's gut.